Moin YouTube und herzlich willkommen zum neuen Video vom Lackstore. Heute wollen wir euch mal die gängigsten Lacke im Fahrzeugbereich näher bringen und darüber sprechen, wann welcher Lack verwendet wird. Eins vorweg, Nitrolacke und Kunstharzlacke werden im Autolackbereich nicht mehr verwendet. Einige verwenden den Begriff Nitro zwar immer noch, sprechen dann aber eigentlich von lösemittelhaltigen Basislacken. Beginnen wir also mit den Basislacken. Hier unterscheidet man zwischen wasserbasierten Basislacken und konventionellen lösemittelhaltigen Basislacken. Zuerst gab es nur die konventionellen Basislacke, diese werden jedoch heute meist nur noch auf Oldtimern oder in Sprühdosen verwendet. Sie trocknen sehr schnell, auch ohne Kabine, und sind deswegen bei Hobbylackierern immer noch sehr beliebt. Heute findet man in einer modernen Lackiererei nur noch wasserbasierte Basislacke, da diese viel weniger umweltschädlich sind. Basislacke benötigen keine Zugabe von Härtern, um nach der Lackierung durchzutrocknen. Sie werden nur vorm Lackieren etwas verdünnt. Konventionelle Basislacke, meist 2:1, während wasserbasierte Basislacke meist nur etwa 10% Wasserlackverdünnung benötigen. Die Trocknung der Lacke geschieht durch die Verdunstung der Lösemittel im Lack. Basislacke sind die farbgebende Schicht bei einer 2- bzw. 3-Schicht-Lackierung. Sie sind aber nie die letzte Schicht bei einer Lackierung, denn sie glänzen nicht und geben keinen Schutz. Deshalb muss über Basislacke, egal ob lösemittelhaltig oder wasserbasiert, Klarlack lackiert werden. Metallic- und Pearl-Farben aus dem Autolackbereich gehen nur als Basislack. Unifarbtöne kann man allerdings auch als 2K Acryllack herstellen. Kommen wir deshalb jetzt zu einer weiteren gängigen Lackart, den 2K Acryllacken als farbgebende Variante. Diese 2K Acryllacke haben den Vorteil, dass man später keinen Klarlack auftragen muss, um die Farbe zu schützen. Sie werden mit Härter gemischt, der unmittelbar vor dem Lackieren zugegeben wird, und Verdünnung, um die Viskosität einzustellen. Wurde der Härter einmal hinzugegeben, ist die Reaktion nicht mehr aufzuhalten. Was dann nach dem Lackieren übrig bleibt, kann nicht, wie bei Basislack, zurück ins Regal gestellt werden und in ein paar Tagen nochmal verwendet werden. Die im Autobereich eingesetzten Klarlacke sind 2K Acryllacke, denn sie halten UV-Strahlung aus dem Sonnenlicht, Witterung und mechanische Belastung gut aus. Zugleich sorgt Klarlack für den Glanz. Wie bei 2K-Lacken wird Klarlack mit Härter gemischt. Dann gibt es noch die 2K-Nutzfahrzeuglacke. Dies sind Polyurethanlacke. Sie verhalten sich sehr ähnlich wie die 2K-Acryllacke. Sie sind auch farbgebende und schützende Schicht in einem und härten chemisch durch die Zugabe eines Härters. Meist sind sie chemisch und mechanisch sehr stark belastbar. Deswegen werden sie häufig auf LKWs, Maschinen oder im Industriebereich verwendet. Aber sie sind oft nicht ganz so hoch glänzend und perfekt in der Oberfläche. Dies sind die gängigsten Lacksysteme im Autolackbereich. Natürlich gibt es noch ein paar Spezialisten für besondere Zwecke. Dazu gehören zum Beispiel hochhitzebeständige Lacke auf Silikonharzbasis. Sie sind speziell für den Einsatz auf Stahluntergründen, für Auspuffanlagen und haben je nach Hersteller eine Hitzebeständigkeit von etwa 600 bis 800 Grad Celsius. In diesem Zusammenhang wäre der Bremssattellack noch erwähnenswert. Diese Lacke sind äußerst resistent, da der Lack an der Bremse starker Hitze und auch mechanischen Belastungen ausgesetzt ist. Es gibt sie sowohl zum Streichen als auch zum Sprühen. Und dann gibt es natürlich noch Speziallacke für Kunststoffoberflächen, die zum Beispiel flexibel sind oder spezielle Oberflächenstrukturen darstellen. Jetzt haben wir euch die wichtigsten Lacke aus dem Autolackierbereich vorgestellt. Hoffentlich konnten wir wieder ein paar Missverständnisse und Fragen klären. Wollt ihr noch mehr wissen? Fragt uns gerne wieder in den Kommentaren. Liked das Video, um uns zu unterstützen, und abonniert, um kein hilfreiches Video mehr zu verpassen. Wir wünschen euch wie immer Good Luck und bis zum nächsten Mal.